Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Pharma-Drama. Ja, wir sind immer noch am Gras, nee, Silage, am Hexengut fahren. Hexengut fahren, ja. Aber ich denke noch zwei, drei Wagen, dann ist das gehalten hier, dann haben wir es durch. Dann haben wir es soweit. Durch. Ein bisschen langsamer durch die Feldwege fahren hier. Ich habe Bandscheiben schon weh. Hier diese Rennerei. Wieder da. Jo. Was wären da noch? Zwei Wagen? Einer vielleicht? Ne, einer noch, ne? Ich denke einer, ja. Wisst ihr, wenn er anzieht, da könnt ihr ein bisschen Power mehr haben, ne? Wenn er am Rollen ist, ist gut. Nur noch die eine Bahn da hinten, ne? Oder ist noch eine? Nee, vorne ist noch eine halbe. Okay. Das ist ein Stückchen da noch, ja. Dann wird er gut halb voll und das war's dann. Ich muss da am Silo halt eben noch ein bisschen verteilen, ne? Ich hab das einfach nur reingekippt. Ja, alles gut. Ja, sie waren noch so kleine Häufchen, will ich sie mitholen? Ja, nimm schon noch mit. Und du? In den kleinen Hafen noch. Dann noch 8%. Ist ja doch noch ein Stückchen geworden. So, das war's, hä? Jo. So, dann fangen wir mal abladen. Da muss ich mal gucken, ob ich meine Wiese auch noch mehr jetzt oder ob ich erstmal dünge. Ach so, kannst du vielleicht nochmal nachfragen beim Scheffeldinger? Wegen dem Kartoffelding. Kann ich machen, ja. Vielleicht hat er schon irgendwas rausgekriegt bei seinem Nachbar oder so. Ja. Ruf Schleim an. Ja, das wird cool. Wie
Wie gesagt, am besten sagst du nicht, dass er für mich ist. Nee. Sonst wird das eh nichts. Schreibst du mit deiner Rechnung? Ja. Was haben wir denn? 1500 oder so, wa? Ja. Gut, ich schrub mal an. Jo. Chris 12333333, danke für dein Follow. Willkommen in der Chaos Crew. Herzlich willkommen. Im großen wie kleinen Chaos. genau hier. So, was hier mal vor. So, dann schreibe ich direkt die Rechnung. Also er hat sich mal umgehört auf dem Markt. Es gibt aktuell keinen. Okay. Er muss noch mal seine Suche ein bisschen erweitern, habe ich gesagt. Ja. Wir brauchen den schon dringend. Genau. Kannst du sagen, für eine... Ja, für einen anderen irgendwas. Machen wir jetzt ganz offiziell. So. Ne? Jo. Dann kann keiner sagen, es wäre nichts offiziell gewesen. So, dann. Achso, dein Ladewagen ein bisschen abhängen, ne? Das ist ja deiner. Was soll ich denn hinstellen? In der Halle, wa? Da wo ich geholt habe. Ja, wenn du raus reinkriegst, ja. Ja, wenn ich nicht reinkriegen. Natürlich. Naja, mussten aber wahrscheinlich die Achselnabel anheben vorne. Die Deichsel, weil sonst wird es oben eng. Ja, das wird bei mir nichts mit dir werden. Ah, na, lass es draußen stehen, ich vorne dann rein. Ja, das wird nichts. Das kriege ich nicht hin. Alles klar. So, dann sind wir durch, ne? Genau. Wie gesagt, wenn ich die Lade brauche, dann melde ich mich, ne? Machen wir so. Okay. Tschüss. Ciao. So. Bisschen mehr Dampf wäre schon nicht schlecht. Und der Schöffeldinger mal so ein M beischleppen könnte. Das wäre schon nicht schlecht. Und vor allen Dingen brauchen wir unbedingt den Kartoffelruder. Und da haben wir schon wieder eine Wartung, ey. Oh Mann. Der DX ist auch noch nicht fertig. Hallo? Jo, Schöffeldinger. Ach, Herr Schöffeldinger, servus. Du wolltest ja unbedingt da diesen komischen Deutzer haben, ja. Diesen Agrotron oder wie das genau. Denn heißt, ne? Ich habe jetzt einen organisiert. Hast du einen? Echt? Ja. Ist er schon da oder kommt er erst? Nee, der ist schon da. Oh, geil. Das wäre cool. Komm mal vorbei. Ich guck dir das Ding mal an hier. Ich komm. Ich bin unterwegs. Ich glaube, der fällt fast auseinander. Ist halt was? Deutsch, ne? Ja, ist halt ein Deutsch. Der fällt nicht auseinander. Pass auf, ich wechsle das Fahrzeug, ich habe nicht dann einen in Zahlung zu geben. Wenn der wirklich was ist, dann komm ich direkt mit dem, der in Zahlung geben wollte. Hat der auch Fronthydraulik und so ein Kram? Frontlader, Fronthydraulik und so ein Sachen. Keine Ahnung, sehe ich nicht. Es ist überall Rost hier drüber. Also so schlimm kann er nicht sein. Was kostet das Ding, wenn er so voll Rost ist? Kann er nicht mehr viel kosten. 60? Naja, das hört sich gut an. Wenn der Frontlader hat und Fronthydraulik und so ein Kram, ja, das hört sich gut an. Das könnte man sogar vielleicht machen dann, ja. Da wäre ich sogar mit einverstanden eventuell. Aber ich bring mal den anderen mit, den können wir dann in Zahlung geben. Also den können wir dann, ja. Ja, wie gesagt, ja, mach, keine Ahnung, mach in Ruhe, denn... Ich bin gleich da. Ne? Okay. Ich gerade einen ausmachen, ich habe den anderen mit aus. Ich bin gleich bei dir. Geht's ja, okay. Los. Gut. Tschüss. Okay. Den
laufen lassen. Und Sprit und alles. Das geht ja gar nicht. So, da kommt der hier weg. Dann habe ich mal den schwer. Das ist optimal. Dann habe ich den DX-Satz schwer. Und hier kann er weg. Und den kleinen brauche ich der Satz von da. Das nützt ja nichts. Und der ist schon wieder an der Wartung, der hier. Das wird nichts. Voilà. Wunderbar. Wunderhübsch, wunderhübsch. So, die Herren, da sind wir. Kann Papier oder Beton? Ja, servus. Wunderhübsch. Das ist doch top. Das ist ein schönes Gerät. Wieso ist der denn schwarz? Ist der auch schon wieder schwarz? Weiß ich nicht. Der eine war doch auch schon schwarz. Total komisch. Ja, der mit dem Frontlader, den einen, den ich von dir habe, der ist ja auch in schwarz gewesen. Wo kriegst du die denn her? Aus Arabien oder was? Dass die alle schwarz sind? Weiß ich nicht. Du glaubst ja wohl nicht, dass dieses altertümliche Stück irgendjemand verkauft, wenn er nicht irgendwo verbastelt wäre. Hat der nur 110 PS oder was? Nee, 105 hat er, glaube ich, eingetragen. Ehrlich? Gibt's denn nicht den Groß auch? Ja, gell? Das hier sind Vierzylinder, ne? Nee, ist ein Sechszylinder. Ist das ein Sechszylinder? Ehrlich? So klein? Ich habe gedacht, der wird größer. Kannst du mir da auch eine Frontlader-Hydraulik dran basteln? Eine Frontlader-Konsole? Da muss ich mal gucken, dann ob. Also, ob noch was drauf passt. Natürlich. Ist der Rahmen drauf. Also, das Ding, guck mal, der hat hier vorne so einen Frontlader-Schutz dran, ne? Ja. Aber das war's dann auch, ne? Also, eine Konsole ist hier nicht dran, also die müsste ich alles extra besorgen, ne? Ja, dann, die kannst du mir noch besorgen, das wäre cool. Ja. Da passt doch dann der von dem Schwarzen der Frontlader drauf, ja, ne? Ja. Das ist doch eine selbe. Das ist doch genormt, ne? Da muss. Ja, könnte passen, ja. Ja. Was sagt denn mein DX? Dass wir den nicht vergessen. Ja, der braucht noch. Ist der noch beim Sattler? Weil die Sitze aufgeschnitten wurde, muss ja wieder zugenäht werden. Ja. Nee, naja, wir waren verhindert. Ja. Er sagt noch schön, ja. Toll. Die musste unbedingt aufgemacht werden. Man sitzt ja so schlecht. Wegen die Federn, weißt du? Die ja, muss ja. Man. Ich saß ganz gut da drauf, wunderbar. Das war optimal. Ja, aber trotzdem, zwei Federn waren schon leicht eingedrückt und die müssen wir jetzt tauschen. Das waren die Furzfedern, die waren extra so. Ja. Damit der Wind besser einen Abgang hat. Das war schon. Geht halt im Serviceheft, ne? Aha, okay. Naja, was gibt's denn für meinen 80er da hinten? Für deinen 80er? Ja, da hinten der. Dunkelgrüne. Der wird es nicht mehr sein, oder? Ist ja auch ein Deutz. Ja. Ja. Aber der hat schon Oldtimer-Wert. Also da müssen mindestens noch 10.000, 12.000 rausspringen. Mindestens. Schau ich mir an, nimm den erstmal mit hier. Fahr den mal Probe hier, das gute Stück, ob du den überhaupt haben willst, ne? Ja. Boah. Genau. Was ist das für eine Mühle? Kannst du das die... ja alles. Der Spiel hier und das bewegt sich alles hier. Ja, klar, das. Ja, das soll sich eigentlich auch bewegen. Das ist schon so gedacht dafür. Eine Frage hier. Kannst du den Motor noch ein bisschen aufdrehen? Oder ist der bei? Welchen Motor? Hier, den. Von dem 9005? Nee, von dem hier, von dem Akro-Dings. Muss ich gucken, ob es irgendein Umbau könnte. Ich muss jetzt mal gucken, ob es überhaupt eine Frontlader-Konsole dafür gibt. Mhm. Also, ein Anbau für eine Frontlader. Ja. Den muss ich alles noch besorgen. Guck dir mal an, wie alt das Ding ist. Na, das ist doch nicht alt. Hier, der 80er, der ist alt. Der 05er. Hier ist doch. Nee. Ist top. Der ist prähistorisch. Ja, auch. Deshalb kostet er ein bisschen mehr. Ja, naja. Muss ich gucken. Ich nehme den mal mit. Aber und dann darfst du entscheiden, ne? Bitte? Du musst jetzt entscheiden. Entweder du nimmst. Also, ich besorge dir jetzt ein gebrauchtes Ding, ja? Ja. Und du willst komplett alles neu haben. Nee, ich will nur eine Frontlader-Konsole haben und ein bisschen getuned. Ja, und Motor-Tuning und hier noch und meckerst um die Farbe rum. Ich nee, froh, die Farbe, die lassen wir dann. Habe. Die Farbe ist das Wenigste, die lassen wir so, das ist mir egal. Immer nur meckern, Müller, wirklich. Ich nehme den mit und dann gucken wir mal, ne?
Ja, nimm mal mit. Guckst du dir den anderen an? Der hier soll 60.000 kosten. Okay, gucken wir mal. Ne? Ja. Alles klar. Wie gesagt, nicht übertreiben mit den Preisen und dann können wir schon eine Lösung finden irgendwie. Oder? Hm. Was hat er gesagt? Ihr sollt mit den Preisen nicht übertreiben. Oh, schön, ich glaub, Alkohol. Ich finde ihn schon schön. Alkohol ist auch eine Lösung, weißt du doch. Ist ein Top-Schlepper. Ein Gedicht. Ja, dann, wie gesagt, sagst du Bescheid, ne? So, ähnlich. Ja. Okay. Wie gesagt. Jetzt runter vom Hof. Wichtig. Brauche ich unbedingt. Ein geil. Das ist ein geiles Teil, das hier. Da habe ich schon ewig drauf gespießt auf das Ding hier. Dann nehmen wir den am besten direkt schon mal mit dem Mähwerk wahrscheinlich aus, ne? Guck mal, wie weit meine Wiese ist hier. Ich glaube, das hier könnte man schon fast wieder mähen, ne? Genau, Erntereifen. Hier muss ich mal gucken. Das kann echt nicht viel werden mit dem Kraut da drauf. Das ist ja scheiße. Aber da kriegen wir schon hin irgendwie. So, ich glaube, wir machen mal hier den Mähwerk dran. Und dann fahren wir hiermit mal. Nee, will ich mal so. Der Mist kann ich fahren hier mit. Schon kein Front, das ist so neben doof. Mit 53 km/h, Spitze, ne? So. Wir brauchen ein bisschen Zeit, ne? Ein bisschen mehr. Aber gut, meine lieben Freunde, wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei. Oder schreibt einen Kommentar unter den Videos, dann kriegt ihr auch eine Antwort. Bis dahin, haut rein, tschüss!